Ganz ehrlich, ich will hier auch mal zum Abschluss kommen und ich will euch nicht langweilen, indem ich das hier unnötig in die Länge ziehe. Also, da lang und wir sind jetzt schon wieder bei 2 Parts. Eben auch, weil ich sie etwas kürzer mache. Um einfach einen besseren Vorrat zu haben. Gut, hier ist nichts, wie es aussieht. Nächstes. Leute, vertragt euch. Nur das Badezimmer. Ich denke nicht, dass da, obwohl wer richtig böse sein will. Geradeaus. Und nach unten. Yay. Was wir hier im Schloss rumrennen jetzt. Hier müsste mal geputzt werden. Koteletts und Bratensoße. Mit ich weiß halt nicht. Soße. Der sagt uns, wir haben 82% abgeschlossen vom Spiel. Gehören da auch die ganzen Entdeckungen der Geheimnisse dazu oder nicht? Oder sind wir mit Luna dann an die 90% und dann kommt noch irgend so ein kleiner Mini-Auftrag? Ich weiß es nicht. Ach, jung müsste man sein. Ob wir 100% Spiel nur hinbekommen, wenn wir wirklich alles 100% machen. Oder ob es halt mit solchen kleinen Nebenquests hier, die ich ja doch noch mitnehmen kann, zu erreichen ist. Wow, Nachdenken ist heute auch ein bisschen zäh. Einfach nur drüber Matsch im Oberstübchen. Morastig. Ich bin der Ansicht, wenn Potter nicht immer mogeln würde, hätte Draco Malfoy ihn längst im Quidditch besiegt. Glaubst du auch? Ich mogel doch nicht. Manu. Das ist nur ein ranziger Spiegel. Okay, das ist nix. Die Sachen liegen ja doch mehr oder minder auffällig rum. So, wäre auch fies. Im Pokalzimmer. Na gut, wir können noch mal gucken. Da waren wir vorhin auch schon in der Nähe. Als wir in der großen Halle waren. Deswegen denke ich auch nicht, dass da was ist. Weil wir halt, wie gesagt, schon was in der großen Halle gefunden haben. Das sind alles nur Lichtreflexionen. Naja. Ist komplett verrückt. Man sieht sich. Naja, selig sind die Verrückten. Warum denn nicht? Seid nicht immer so gemein zum Potti. Möge ihr Mut sie nicht verlassen. So, nach unten bitte, genau. Ah ja, da sind wir schon. Große Halle war ja was. Da war ja diese Bluse am Bügel oder was das sein sollte. Nochmal Schach. Aber wie gesagt, das würde euch wahrscheinlich nur zu Tode langweilen. Davon sehe ich wirklich mal ab. Es sei denn, es wird halt noch... Oh nein, das ist der Stoppwedel. Der gehört nicht Luna. Zu so einer Quest... Steinbrücke, Steinkreis, da war nichts. Überdachte Brücke, Umbridge's Büro. Die ist ja jetzt nicht mehr da, die Dame. Da können wir auch nochmal hingucken. Können wir mal reingucken, wenn es jetzt nicht gesperrt ist. Ha! Das wäre doch cool. Ja. Pünktlich zum Wochenende hat es hier übrigens... auch schon mal wieder geschneit. Ich hoffe heute Nacht nicht, dass ich gut mit dem Auto dann wegkomme. Aber ich find's cool. Es gehört einfach zur Weihnachtszeit dazu. Und mein Auto ist mit seinen 17 Jahren so alt. Ich fahre dann immer breit grinsend an den ganzen hochtechnisierten, automatisierten Autos vorbei, die mit Warnblinker am Rand stehen auf der Autobahn. Und meiner, der fährt einfach, der denkt gar nicht drüber nach, welche Technik hier
ausfallen könnte, kältebedingt. Einfach nur schön. Und die gucken so neidisch. Ja, wir sollen ja noch mit so einem Professor irgendwas reden wegen dem Passwort für ein Porträt, aber keine Ahnung, wo der hängen soll. Der wird ja auch kein richtiger Professor, sondern auch nur so ein Gemälde sein. Hier ist das eine Knallpoker, genau. Aber hier sind auch keine Luna-Sachen. Mensch. Ist das was? Nee. Nee. Das ist nur irgendwas. Dreck, Stein. Genau, sowas liegt hier auch rum. Und weiter geht's. Mensch, wo haben die denn deine Sachen versteckt, liebe Luni Lovegood? So was ist gemein. Leute, ärgert nie eure Freunde, Kameraden, Kollegen. Alles klar. Ja, was? Hey, Harry. Nein, das ist auch nur ein Besen, der gehört ihr sicher auch nicht. Das hier war Wahrsagen, oder? Nein, das ist Umbridge's Räumlichkeit. Nun, für den Rest der Zeit fällt Verteidigung gegen die dunklen Künste jetzt aus, oder? Die Bücher können wir noch anzaubern? Die blinken so. Ja, gibt's dafür auch nochmal Punkte? Nö. Schade. Hätte ja sein können. Gut. Kommen wir da rein oder ist die Tür jetzt zu? Können wir hier noch irgendwas tun? Nein. Irgendwas können wir tun, doch. Impulso! Kätzchen? Ah, wir können noch ein paar Pünktchen sammeln. Sehr gut. Dann lasst uns das tun. Die Katzen da bitte auch noch. Wingardium Leviosa! Okay, was verbrennst du jetzt? Ganz ehrlich, können wir hier Prozente? Können wir. Aber solange die Dame hier war, den können wir auch verbrennen, denke ich. Komm. Was auch immer das ist, rein da. Nee, die Teller haben wir ja jetzt schon gemacht. Da müssen wir die alle zurückdrehen. Was war das jetzt? Ist das was im Nebenzimmer? Ah ja, noch mehr Steckbriefe oder was? Okay Leute, sorry, wenn ich jetzt hier gerade ein bisschen... Ich versteh's gerade nicht. Jetzt wo Umbridge weg ist, können wir hier erstmal aufräumen oder wie? Kamin. Sehr geil. Und 78%. So, was haben wir hier? Miezis, aufhören. Was geht hier? Komm schon, Harryline. Depulso! Ach, Junge.
die Truhe ist das. Und? Ist da was drin, was wir rauszaubern müssen? Oder sollen wir für die gute Umbridge packen? Sollen wir ihr Zeug hier reinpacken? Keine Ahnung. Die Wandteller können wir ja noch anzaubern. 78%, ja. Junge. Ja, ich versteh's nur gerade nicht. Nun. Ich versteh's gerade wirklich nicht. Was ist hier noch? Wingardium Leviosa! Noch so ein Zettel zum Verbrennen, okay. 89%. Scheiß Katzen. Gut, nein, das sind aber immer nur die Teller, die er hier anfixiert. Das ist irgendwas jenseits der Tür. Das werden diese komischen Tische sein da unten. Gut, hier ist jedenfalls nichts von... Die Tische hier, genau. Nichts von Luna. Ich habe mich schon wieder ablenken lassen. Sorry, Leute. Verteidigung gegen die Luna. Ja, Verwandlung und Verwandlungsinnenhof. Da können wir nochmal hingucken. Wobei ich aber auch nicht denke, dass da was zu finden ist. Hallo. Aber einen Versuch ist es wert. Wo soll das letzte etwas von Luna sein? Wir werden noch nicht auf den letzten Metern noch nachgucken. Hi Harry. Alles klar. Wie peinlich wäre das denn? Ich bin kein Freund von Betrügereien und komplett Lösungen da lang. Sollen wir uns ansehen, wie Piefs mit Sachen um sich wirft? Ja, okay. Das wäre toll. Was wäre daran toll? Hallöchen. Hey. Lass mich mal durch. Nix da, Hallöchen. Durchlassen. Nächstes Mal will ich unbedingt nach Hogsmeade. Kommst du mit? Sollen wir Zauberkunst üben? Ja gut, der Innenhof ist das hier. Ich finde es auf jeden Fall klasse, dass die gute McGonagall wieder da ist. Erstmal. So. Ist hier irgendwas, was hier nicht hingehört? Nee. Nicht auf einen ersten schnellen Blick. Herrje Leute, wo soll denn das dann sein? Wir sind hier gleich durch. Viadukt. Ja, in den Hof. Genau, in diesen Hof will ich nochmal gucken. Wo wir hier Collins Kamera geholt haben. In dem waren wir noch nicht. Ja, ja. Hey, ich war duschen. Genau, da wo wir Collins... Kamera... Ja, stimmt, Slytherins sind viel cooler. Kamera gefunden haben. Aber das kann ich mir ja hier nicht aussuchen, wen ich spiele. Man muss ja den Held nehmen. Und der ist nun mal ein Gryffindor. So, raus da. Ach, heul nicht rum, Hermine. Und du läufst bitte weiter, Harrylein. Ist hier was? Nee, das ist nur grünes Kraut. Aber da wir hier nicht bei Resident Evil sind... Ja, hallo, liebe
Fitnessuhr. Du musst nicht brummen. Es ist mir gerade egal, wer mich da per WhatsApp anschreibt. Ich nehme auf. Es ist unhöflich, wenn mich da einer nervt. Hier. Aber soll hier was sein? Ach Leute, wo ist denn das? Harryline. Miss Pot Porter ist total von sich überzeugt. Das ist nicht lustig. So wie er immer auf seinen Vater steht. Und dann erfährt man, der Vater war so ein totaler Arsch. Der alle gemobbt hat, alle Mitschüler, die ein bisschen schwächer waren. Nun. Ich weiß nicht, ob es da oben ist, aber ich will es nicht umsonst da hochklettern. Was ist noch lächerlicher als zwei Hufflepuffs, die mit einem Besen rückwärts. Darüber hinaus ist, glaube ich, noch ein kleiner Hof. Ist da noch was, wo man gucken könnte? Da hinten durch? Ich bin froh, dass Professor Snape unser Hauslehrer ist. Stellt euch vor, wir werden dieser alten McGonagall ausgeliefert. Ach, das war der Weg zum Bootshaus, ja. Aber man kann ihn ja nochmal langlaufen. Irgendein Weasley-Paket hatten wir hier letztens ja auch gefunden. Aber es sieht wirklich gerade nicht so gut aus. Gut, dann würde ich sagen, es geht nämlich bald nicht mehr. Ich mache hier mal einen kurzen Schnitt, wenn wir im Bootshaus angekommen sind. Und flitze mal schnell nach Taschentüchern und Co. Und dann wird es sofort weitergehen. Ja, hier ist nix. Okay, Freunde, dann sehen wir uns bald wieder. Ich guck mal schnell auf die Uhr. Ja, 3 Pots sind's. Ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen. Hinterlasst mir doch Aufrufe, Kommentare, Bewertungen. Wie es euch beliebt. Wir sehen uns dann nach einer sehr, sehr kurzen Pause gleich wieder, Freunde.